Kroatien, Spanien, TP 2 1 für Spanien und Verlängerung. Schweiz, Frankreich, TP 0-2, weil die Franzosen einfach individuell besser sind als die Schweizer. Lieblingsmannschaft, muss ich sagen, sind nach dem Vorfall von Eriksen einfach die Dänen, weil wir eh dazu gekommen sind und da jetzt ein bisschen weitergekommen sind. Das war auch der Wahnsinn, deswegen sympathisiere ich schon mit ihnen und wünsche ihnen auch, dass sie so weit wie möglich kommen. Und Lieblingsspieler schwierig, weil viele gute Spieler sind, aber mein Lieblingsspieler war der ähnlich, der Bräune von Belgien, weil er einfach überragend ist, super Übersicht, der entscheidet Spiele. Ja. Europameister wird schwierig, weil einfach viele gute Mannschaften sind, aber die draußen Italiener, das ist ja zu. Mein EM- oder WM-Highlight von den letzten Jahren war Toni Kroos 2-1 gegen Schweden, weil ich war sonst mit ein paar Jungs geschaut habe in Deutschland. Und die Stimmung war überragend und nur als Ball als 2-1 geschossen hat in den letzten Minuten. Aber irgendwie 3 oder 4 Minuten durchgeschrien und das war auch, das werde ich nie wieder vergessen.